Aloha und willkommen zu dieser recht spontan gedrehten und in diesem Moment auch noch ungeskripteten Einleitung zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal wieder ein weiteres Spiel von meinem Haufen der Schande abarbeiten. Und da kam wieder das Spiel Mass Effect in den Sinn. Ein Spiel, das ich schon seit Jahren besitze, aber einfach noch nie gespielt habe. Und dachte, hey, dann spiele ich das jetzt mal und mache noch ein Video draus, weil dann kann ich gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und anders als bei Zelda, das ich ja auch in dieser Art Video versucht habe zu ergründen, nachzuholen, habe ich bei dem wirklich überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich würde dem Cover nach sagen, es ist ein Science-Fiction-Spiel. Und da es von BioWare ist, würde ich auch vermuten, es ist ein Rollenspiel. Aber das kann ich bis jetzt tatsächlich noch nicht mal mit Bestimmtheit sagen. Aber ich werde sicherlich gleich sehen, wenn ich das Spiel starte. Die Rückseite gibt mir auch nur so Semi-Aufschluss darüber, was das hier eigentlich ist. Weil der Punkt hier, passen Sie Ihren Charakter individuell an. Spannende, von Taktik geprägte Kämpfe, in denen Sie Ihre Eliteeinheit befehligen. Das kann halt alles Mögliche sein. Das könnte auch hier dieses Star Wars Spiel, wo man diese Kloneneinheit spielt. Das könnte genauso auch darauf passen und das war ein Ego-Shooter. Also ich vermute, es ist ein Rollenspiel und ich möchte dieses Spiel jetzt mit euch zusammen nachholen und dann nach und nach meine Gedanken dazu entwickeln und euch daran teilhaben lassen, wie ich Mass Effect so finde. Hi, Entschuldigung, ich bin's, der schlecht ausgeschnittene Parappa aus der Zukunft, der dieses Spiels gespielt hat und der auch schon weiß, was gleich im Video gesagt werden wird. Ich wollte mich nur kurz einklinken, um eine kleine Spoilerwarnung auszusprechen. Das war's schon. Jetzt kann ich auch wieder weg. Ah, sie drehen mir die Opazität ab. Und dabei bin ich gar kein Opa. Das Spiel ist installiert und holt mich sofort mit Weltraumatmosphäre und sphärischen Klängen ab. Erstmal direkt meinen Freelancer-Nerv kitzeln. Anschließend muss ich mich entscheiden, ob ich den vorgegebenen Charakter John Shepard spiele oder meinen eigenen Schäfer erstelle. Letzteres ist für mich selbstverständlich. Viel schwieriger ist die Frage, Männlein oder Weiblein? An sich spiele ich eigentlich ganz gerne eine Frau in RPGs, einfach deshalb, weil Spiele oftmals mit einem männlichen Protagonisten im Kopf entwickelt werden. Und wenn du eine Frau spielst, dann ist es spannend zu sehen, ob die Dialoge entsprechend angepasst werden oder ob sich Figuren anders verhalten und so weiter. Allerdings ist das hier ein Spiel von BioWare. Und BioWare bedeutet Romanzen. Und BioWare-Romanzen bedeutet, Männer kriegen erfahrungsgemäß die besseren Beziehungspartner, Frauen kriegen eher so die Restposten. Also, Y-Chromosom it is. Commander Dude Shepard mit der Hoffnung auf ein Shepard-Stündchen. Anschließend soll ich meinem Dude eine Hintergrundgeschichte verpassen. Da ich keine Ahnung habe, ob sich das irgendwie aufs Gameplay auswirkt, wähle ich einfach mal das aus, was für mich am interessantesten klingt. Ein Raumfahrer, der mal was ganz doll Schlimmes als einziger überlebt hat. Okay, jetzt wird's spannend. Ich soll mir eine von 6 Klassen aussuchen. Als jemand, der leider ein wenig in seiner Fantasy-RPG-Denke gefangen ist, lesen sich die ersten 3 Jobs für mich wie klassische Kämpfer-Dieb-Magier-Aufteilung. Die unteren 3 sind dagegen Mischklassen der ersten 3. Ich entscheide mich letztlich für den Infiltrator, also den Kämpfer-Dieb, wenn man so will. Dadurch kann ich zumindest mittlere Rüstungen tragen und Schlösser knacken. Entschuldigung, dechiffrieren. Schließlich muss ich noch den Kopf des Helden gestalten. Ich verwende auf sowas meist nur wenig Zeit. Wenn ich an die Hintergrundgeschichte meines Shepards denke, dann müsste er meiner Meinung nach wie ein etwas älterer Soldat aussehen, der schon einigen Mist durchgemacht hat. Ich fummle halt an den Reglern herum, bis ich so eine Art müden, ausgemergelten Seamus raus habe. Das eigentliche Spiel beginnt mit einer sehr netten Videosequenz, bei der wir an Bord eines Raumschiffes scheinbar gerade zu einer Mission aufbrechen. Im Fokus stehen zunächst 3 Figuren, Shepard, also wir selbst, dann ein eher trockener Typ namens Kaidan und der aufmüpfige Pilot Sanji. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Danke Kaidan, gut erkannt. Worüber diese 3 Herren sich hier unterhalten ist, dass wir einen Dino-Alien-Typen an Bord haben, der ein sogenannter Spectre ist. Das scheint auch bei den anderen Mitarbeitern an Bord ein großes Thema zu sein. Ich wüsste derweil nur gerne, was ein Spectre überhaupt ist. Das ist immer so ein Problem bei solchen Spielwelten. Damit die Immersion nicht zu Schaden kommt, muss das, was für die Figuren in der Geschichte Allgemeinwissen ist, auch wie Allgemeinwissen behandelt werden. Leider ist das für dich als Rezipient kein Allgemeinwissen, weshalb ich am Anfang des Spiels etwas überfordert war von all den Namen und Begriffen, von Spectres und Turianern und Proteanern und Anderson und Nihilus und Jenkins und Dr. Chakwas.
Ich weiß, da wächst man quasi rein, aber am Anfang musste ich mir erstmal einen Flipchart machen zur Übersicht. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Ja, sicher. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt auch eine umfangreiche Enzyklopädie, das ist gut, aber natürlich auch nicht optimal in puncto Storytelling. Aber gut, ich lasse mich jetzt drauf ein und versuche mir einfach so viel wie möglich zu merken oder notfalls aufzuschreiben. Also ich treffe diesen Spectre namens Nihilus, der mir direkt etwas suspekt vorkommt. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Spectre sind wohl sowas wie Agenten der Regierung, die über dem Gesetz stehen und freie Hand haben, wie sie ihre Mission erfüllen. Hauptsache, die Mission wird erfüllt. Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Nihilus ist hier, einerseits um bei unserem Auftrag zu helfen und andererseits für eine Mitarbeiterbewertung, ob unser Commander Shepard sich zum ersten menschlichen Spectre eignet. Oho, gleich mal den Druck erhöhen. Der Auftrag, um den es geht, beinhaltet die Bergung eines proteanischen Senders auf dem Planeten Eden Prime, einer menschlichen Kolonie. Die Proteaner waren wohl ein cooles Volk, das vor 50.000 Jahren lebte und spurlos verschwand, aber dessen hinterlassene Technologie quasi die Grundlage der heutigen galaktischen Zivilisation bildet. Kurz, die Völker der Milchstraße brauchen das Wissen der Proteaner, um zu den Sternen zu fliegen, und darum ist es eine große Sache, wenn Artefakte von ihnen gefunden werden, da diese möglicherweise einen großen Sprung nach vorne bedeuten könnten. Dummerweise wird Eden Prime gerade jetzt angegriffen und es ist an uns, den Sender zu holen, als wäre er Eggraiser. Ich lande auf Eden Prime und hey, es ist Morrowind. Und ich bin nicht alleine hier, sondern Jenkins und Kaidan begleiten mich. Yay! Na gut, Jenkins ist ganz in Ordnung, glaube ich. Aber Darth Nihilus geht alleine vor. Haha, sehr verdächtig. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Es kommt zum ersten Feindkontakt mit ein paar Drohnen und Jenkins wird direkt erschossen. Toll. Hätten sie ihm doch gleich ein rotes Shirt anziehen können. Beim zweiten Feindkontakt bin ich einfach mal drauf losgestürmt, um zu schauen, ob ich damit durchkomme. Und nö. Und das ist ja gut. Man soll also schon mit etwas Raffinesse vorgehen. Ich muss lediglich gestehen, dass sich das Sturmgewehr nicht wirklich gut anfühlt. Das ist für mich nicht weiter wild, denn als Infiltrator soll ich ohnehin Pistole und Snipergewehr verwenden. Und beide fühlen sich direkt so viel besser an. Gerade die Pistole ist echt gut. Kombiniert mit dem Deckungsfeature verläuft der Kampf auch sofort ganz anders. Und nach dem Gefecht heilen wir uns mit Mettigeln. Rohes Fleisch mit Zwiebeln ist einfach die beste Medizin für den Mann. Ein Stück weiter retten wir April von den Star Sheriffs, beziehungsweise Ashley, wie sie sich hier nennt. Eine der wenigen Überlebenden der Invasion. Sie berichtet uns, dass es sich bei den Angreifern um die Geth handelt, eine Maschinenrasse mit begrenzter künstlicher Intelligenz, die sich vor ein paar Jahrhunderten gegen ihre Schöpfer erhoben und dann ihre eigene Firma aufmachten. Jedenfalls scheinen sie ganz groß in der Produktion von Cyberzombies zu sein, zumindest ist das das Schicksal der Kolonisten. Was macht eigentlich unser Spectre-Freund Nihilus? Der begegnet einem anderen Spectre-Latius namens Saren. Und dann wird Nihilus erschossen. Toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich Mengenrabatt bei den Roten Shirts beantragt. Zumindest gab es einen Zeugen für den Verrat. Ein Lagerarbeiter, der überlebte, weil er gerade hinter ein paar Kisten ein Nickerchen machte. Sie haben überlebt, weil sie faul sind? Echt mal! Du hast zwar vermutlich Freunde und Familie bei dem Angriff verloren, aber wie kannst du es wagen, einfach zu überleben? Halt die Backen, Ashley. Die Action wurde von nun an deutlich intensiver und ich hatte den Eindruck, dass Mass Effect hier langsam die Stützräder abnimmt. Die Gegner werden zahlreicher, es sind ein paar dickere Brocken mit starken Schilden dabei und wir müssen eine Schlacht auf Zeit gewinnen. Na, macht Laune. Schließlich finden wir den Sender. Die neugierige Ashley geht direkt etwas zu nah ran und wird von der Alien-Technologie erfasst. Nein, zurück! Ich bin hier der Auserwählte! Und so erhält Shepard ein paar Bildfetzen, bevor der Sender sich selbst in Fetzen zerfetzt. Na, wie fetzig. Shepard erwacht auf dem Schiff. Die Mission ist gescheitert, denn der Sender konnte nicht sichergestellt werden. Stattdessen ist aber der Agent der Regierung tot und wir müssen es damit erklären, dass ein anderer Agent der Regierung hinter dem Mord steckt. Klingt nicht gerade gut für Commander Shepard, besonders weil jener andere Agent wohl eine große Nummer ist. Saren ist ein Spectre, einer der besten. Eine lebende Legende. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Ja gut, also die Befürchtung kann ich im Hinblick auf die Geschichte unserer Spezies gar nicht mal verübeln.
So, das war also mein erster Abend mit Mass Effect. Ich will mir jetzt noch kein Urteil bilden, ich habe ja quasi erst den Prolog gespielt, aber zwei Ersteindrücke habe ich dennoch. Einerseits, Mass Effect scheint ein Universum zu sein mit vielen Hintergrundinformationen und viel Geschichte, was für jemanden, der sich auskennt, sicherlich eine feine Sache ist. Für mich als unbeschriebenes Blatt war es allerdings ganz schön viel auf einmal. Ich will mich ja einlassen auf diese tolle neue Welt, auf diese fremde Welt, aber ich will auch nicht alle zwei Minuten ins Lexikon wechseln, um nachzugucken, was Quarianer nun eigentlich sind. Keine Ahnung, wie man es besser lösen kann, aber das ist einfach der Eindruck, den ich hatte. Das andere ist die Action und die fand ich bis jetzt ziemlich gelungen. Ich mochte ja schon diese Mischung aus Shooter und Rollenspiel in den modernen Fallouts. Insofern freue ich mich jetzt schon auf Tag 2. Am nächsten Abend, den ich Mass Effect spielte, kommt unser Soldatentrio auf der Citadel an. Eine gewaltige Raumstation und quasi das Zentrum der galaktischen Regierung, von der aus die Milchstraße besiedelt wird. Das Design ist ziemlich cool mit diesen langen, bewohnten Armen, die sich ins Weltall erstrecken. Unsere nächste Aufgabe ist es, zusammen mit dem Botschafter der Menschen vor den Alienrat zu treten und diesen zu überzeugen, dass Saren ein Verräter sei und dass ihn sein Bündnis mit den Geht gefährlich für alle macht. Bevor es soweit ist, dürfen wir uns noch etwas auf der Citadel herumtreiben und bekommen die Gelegenheit, auch etwas Side zu Questen zu gehen. Ja, alles nichts Besonderes, kleine Botengänge und Gefährlichkeiten. Hier kommt es nun auch oft zu Entscheidungen, die unser Commander treffen muss, entweder vorbildlicher oder abtrünniger Natur. Das ist im Wesentlichen nichts anderes als das Gut-Böse-System des Spiels und ich glaube, es wäre besser gewesen, es auch bei diesen simplen Begriffen zu belassen. Kleines Beispiel, gleich die erste Entscheidung im Spiel. Kaidan und der Pilot zerreißen sich das Maul über den Spectre an Bord. Ich als Vorgesetzter erinnere meine Soldaten daran, dass sie Soldaten sind und sich auf die Mission konzentrieren sollten, statt wild herumzuspekulieren und Gerüchte über unseren Verbündeten zu verbreiten. Und das ist dann abtrünnig. Ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass das die vorbildliche Antwort wäre. Tja, aber darum ging es nicht. Es war nämlich die nicht nette Antwort. Passender für dieses System wären also die Begriffe lieb und rüde. Auf der Citadel kann ich auch erstmals Handel treiben, nur um festzustellen, dass ich mir eh nichts leisten kann. Geld scheint hier im Early Game eine ziemlich knappe Ressource zu sein. Ich kann eine Rüstung für 14 grüne Münzen verkaufen, aber die Sachen im Shop kosten gleich mal 1000 Geld und aufwärts. Die Citadel ist außerdem sehr weitläufig. Sehr. Und es gibt eine Menge Backtracking. Darum bin ich ausgesprochen dankbar für das Schnellreisesystem von Sektor zu Sektor. Nach dem Bummel will ich in der Hauptgeschichte weiterkommen und begebe mich zum Rat der Citadel. Unterwegs treffe ich einen netten jungen Dino-Dude namens Garrus. Er gehört zum Sicherheitsdienst und leitete die von uns angestoßene Ermittlung gegen Saren. Allerdings wurde ihm gerade der Fall entzogen. Dieser Garrus scheint ein dufter Typ zu sein, der ebenfalls glaubt, dass Saren Dreck am Stecken hat. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Also frage ich ihn... Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Entschuldigung, Kaidan, seit wann beendest du hier die Gespräche? Der Lehrer beendet die Stunde und nicht die Glocke, sonst gibt's gleich was auf selbige. Das ist Paranoia. Vor dem Rat hat Shepard, wie zu erwarten war, eine schwache Position. Es steht Aussage gegen Aussage und der einzige Zeuge ist der traumatisierte Faulpelz. Dementsprechend wird Saren freigesprochen. Und apropos sprechen, am ersten Tag ist es mir gar nicht gleich aufgefallen, aber jetzt höre ich da hinter den vielen Filtern ganz klar Kai Taschner heraus. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Ein toller Sprecher. Allerdings muss ich auch immer etwas schmunzeln, wenn ich ihn höre. Am meisten hat er mich dank der Stimmverzerrung aber an den guten alten Venom erinnert. Denk an all die einsamen Menschen, die du zurücklässt. Zum Beispiel Mary Jane. Da der Rat uns nicht hilft, beschließt unsere Gruppe selbst gegen Saren vorzugehen. Das Ziel ist es, ihn als Verräter zu entlarven. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Ja, was ist denn mit Garrus Kaidan, der Typ, mit dem ich gerade noch gern etwas länger geredet hätte, bevor irgendein Dulli das Wort ergriff? Kurz darauf finden wir Garrus, der gegen ein paar bezahlte Schläger kämpft. Scheinbar setzt er selbstständig seine Ermittlungen gegen Saren fort und ist dabei, eine Zeugin aufzuspüren, die etwas gegen den Schurken in der Hand zu haben scheint. Doch diese wird nun vom lokalen Unterweltboss gejagt, also schließen wir uns mit Garrus zusammen. Coole Sache. Ich habe ihn zwar gerade erst ins Team bekommen, aber ich weiß jetzt schon, dass Garrus mein Best Boy wird. Ich habe das, wie wir Menschen sagen, im Urin.
Besagter Unterweltboss hat noch einen weiteren Feind, den bulligen Kopfgeldjäger Rax, der sich uns auch anschließt. Okay, das kam jetzt etwas holterdiepolter. Danach kämpfen sich meine neuen Alien-Buddies und ich durch einen Nachtclub, knallen den Boss ab, kämpfen uns durch den Nachtclub wieder raus und retten die Zeugin Tali vor einem Attentat, die sich uns dann direkt anschließt. Boah, und plötzlich habe ich eine richtig volle Party hier. Holterdiepolter am Quadrat. Jetzt bin ich aber mal auf die Beweise gespannt. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Das war's? Okay, also meinetwegen. Es wundert mich nur, dass eine simple Audioaufnahme als unumstößlicher Beweis gewertet wird. Und das in einer Welt, in der man scheinbar schon reichlich schlechte Erfahrungen mit KI gemacht hat. Na gut, die Autoren von Mass Effect konnten 2007 kaum vorhersehen, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis US-Präsidenten Zelda-Tierlisten machen. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Okay, also Saren sucht eine Röhre, um damit etwas namens Reaper zurückzubringen. Laut Tali seien die Reaper sowas wie Maschinengötter, an die die Geth glauben und die angeblich die Proteaner-Zivilisation vor 50.000 Jahren auslöschten. Und Saren ist sowas wie ihr Prophet. Okay, netter Hook. Die Idee von Maschinen, die so etwas wie eine Religion entwickeln, finde ich einen interessanten Gedanken. Dass Saren eine Röhre sucht. Naja, manche deutsche Wörter eignen sich nicht besonders für besonders wichtig sein sollende Plotpunkte. Der Rat erkennt Saren seinen Status als Spectre ab und da Commander Shepard bewiesen hat, wie findig er ist, wird er zum neuen Spectre ernannt. Zum ersten menschlichen Spectre. Und Shepards erster Auftrag lautet, Saren aufhalten, ihn also schnappen und daran hindern, die Röhre, was auch immer das sein mag, zu kriegen. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Und das Idol aus der Villa der Gouverneuren stehlen, nicht zu vergessen. Eine Crew haben wir ja schon und Shepard wird zum Befehlshaber der Normandy ernannt, dem Schiff vom Anfang des Spiels. Ich muss zugeben, dass ich diesen Abschnitt hier ziemlich schwach fand und ich schon ein wenig in Frage stelle, ob der Hype um Mass Effect wirklich gerechtfertigt ist. Entschuldigung, aber gegen Ende, wenn wir von den Reapern hören, wird's wieder interessanter. Aber alles davor war so ein bisschen, meh, das müsst ihr hoffentlich auch zugeben, ihr Mass Effect-Fans. Und dann kamen unsere drei neuen Gefährten dazu, Garrus, Rax und Tali. Sicherlich alles interessante Figuren, die aber kaum Möglichkeit hatten, Eindruck zu hinterlassen, weil sie so plötzlich und kurz hintereinander zum Team dazustießen. Die Bereiche, durch die der Spieler hier marschieren darf, sind ziemlich weitläufig, aber wenig interaktiv. Ich verstehe, dass man der Größe der Citadel irgendwie gerecht werden muss, aber dann packt doch mehr Kram zu tun und zu sehen rein. Mehr NPCs zum Plaudern, nicht nur questrelevante Figuren. Wo sind die Gärtner, die sich um die vielen Pflanzen hier kümmern müssen? Wo ist das Wachpersonal bei all den scheinbar schwelenden Konflikten überall? Wenn Shepard irgendwas Interessantes sieht, dann lasst es ihn doch kommentieren, statt meinen Codex zu updaten. Gestern hatte ich eine wichtige Mission zu erfüllen und wurde dabei mit Hintergrundinfos überflutet. Und nun, da ich einen Ort einfach in Ruhe erkunden darf, gibt es kaum etwas zu entdecken. Also das, was man so eigentlich auf der Citadel lernt, ist etwas mehr über die galaktische Politik. Also welche Rassen die Fäden in Händen halten, welche Rassen sich nach mehr Mitbestimmung sehnen und ja, wieso das allgemeine Misstrauen gegenüber den Emporkömmlingen, den Menschen eigentlich ist. Trotz dieser Kritik bin ich auf den weiteren Spielverlauf gespannt, da mir nun, wie mir scheint, die Galaxis zur Erkundung geöffnet wird, auf das ich den gemeinen Saren verhaften kann. An Bord unseres Schiffes, der Normandy, darf Commander Shepard von nun an seine Ziele selbst bestimmen. Wir haben drei Spuren, denen wir folgen können. Die Geth wurden in den Systemen Noveria und Pheros gesichtet und außerdem konnte die Stimme von Sarens Komplizin auf der Audioaufnahme identifiziert werden und wir sollen mit ihrer Tochter sprechen, um eventuell mehr rauszukriegen. Da ich keine Ahnung habe, was mich jeweils erwartet, fange ich bei Noveria an, einfach weil es am nächsten an der Citadel liegt und ich Sprit sparen möchte. Auf dem Eisplaneten Noveria bekommt man direkt vorgeführt, wie nützlich es ist, ein Spectre zu sein. Die unfreundliche Landekontrolle will uns erst aufhalten, gibt aber sofort grünes Licht, als sie hören, dass Commander Shepard an Bord ist. So ähnlich läuft es bei der Waffenkontrolle, alle Besucher müssen ihre Waffen ablegen, aber wir dürfen unsere behalten. Nice! Shepard erfährt, dass Matriarchin Benesia, das ist die eine Kollegin von Saren, die in der einen Zwischensequenz so subtil in Szene gesetzt wurde, hier auf Noveria sein soll.
Sie hält sich in einer Forschungsstation in den Bergen auf, dessen Hauptinvestor Saren sein soll. Und hier endet leider das leichte Herumspektern. Da sich niemand wirklich für Noveria interessiert, haben hier viele dubiose Konzerne ein paar dubiose Außenposten, wo sie dubiose Dinge treiben können, und niemand stellt viele unbequeme Fragen. Weshalb der Administrator von Noveria keine neugierigen Ermittler mag. Wegen des Wetters auf Noveria kann man die Einrichtung in den Bergen nur auf dem Landweg und nicht durch die Luft erreichen. Und eben jenen Zugang nach draußen verweigert er uns. Jetzt frage ich mich, Moment mal, wenn ich als Spectre über dem Gesetz stehe, was interessiert mich dann die Erlaubnis von irgendeinem Provinzsesselpuper? Doch leider verlangt Mass Effect, dass ich dieses Problem nicht mit einer vorgehaltenen Waffe löse, was zu einer kleinen, verwinkelten Firmenspionagemission führt. Ich habe übrigens auch Shepards Sozialkompetenzen gelevelt, schmeicheln und einschüchtern, was hier und da zu friedlichen Konfliktlösungen führt. Ich mag sowas in Rollenspielen, bereue es aber inzwischen etwas, Punkte in beide Zweige investiert zu haben, denn eigentlich reicht einer völlig aus. Auch die Bezeichnung Schmeicheln ist nicht so gelungen. Diplomatie wäre hier passender. Und dann kommt es auch noch zu zwei gar nicht so einfachen Kämpfen. Einmal gegen die korrupte Polizei Noverias und dann nochmal gegen eine taffe Gruppe Geth. Für beide brauchte ich mehrere Versuche. Schließlich muss der geschmierte Verwalter seinen Posten räumen und ich setze meinen Weg fort. Und zwar in einem Panzerwagen. Huhuhu. Bin zwar sonst kein großer Fan von Fahrzeugabschnitten in RPGs, aber hier bekommst du quasi den Landmaster aus Lylat Wars. Ehrlich, das Ding schießt entweder schnell mit Kugeln für geringen Schaden oder Raketen mit hoher Nachladezeit für großen Schaden. Und es kann kurzzeitig schweben. Fehlt nur noch die Barrel Roll. Ich stelle mich anfangs etwas ungeschickt mit dem Vehikel an, aber das ist irgendwie immer so. Da die Schwierigkeit dieses Abschnitts aber nicht besonders hoch ist, komme ich trotzdem ganz gut durch und erreiche die Central Station, von wo aus ich den Zug zur Forschungseinrichtung nehmen muss. Der Bahnhof ist natürlich auch voller Geth, die meine Crew und ich nun zu Altmetall verarbeiten. Doch mehr als das. Anscheinend sind aus dem Forschungslabor einige Insektenmonster ausgebrochen. Das ist ja klar, aus Forschungslaboren in Sci-Fi-Universen brechen immer gerade Insektenmonster aus. Darum sind auch große Teile der Anlage beschädigt, die Shepard durch das Lösen eines sehr nervigen Rätsels reparieren muss. Dann noch ein paar Käfer hier, ein paar Roboter da, ziemlich nette Abwechslung und gute Spannung, weil du nie weißt, was dich als nächstes erwartet. Überhaupt kommt Mass Effect nun so richtig in Fahrt, sowohl was das Missionsdesign, die Handlung und besonders das Gameplay angeht. Vorher fand ich den Kampf ganz okay und zweckmäßig, aber auf Noveria habe ich ihn richtig zu schätzen gelernt und mich sogar immer schon drauf gefreut, wenn rote Pünktchen auf meinem Radar auftauchen. Das Zusammenspiel aus Defensive, also Deckung, Heilen und Ausweichen, mit der Offensive, dem Schießen, den Spezialfähigkeiten und der gelegentlichen Granate und der Wahl der passenden Munition für den richtigen Konflikt, macht Mordsböcke. Gerade, dass ich nie auf die Menge der Munition achten muss, gefällt mir irgendwie. Also deine Waffen können unendlich schießen. Damit du dennoch nicht einfach nur Dauerfeuer gedrückt hältst, überhitzen Waffen schnell, weshalb deine Angriffe sauber und konzentriert durchgeführt sein müssen. Ähnliches gilt für die Abwehr. Commander Shepard kann zwar ein bisschen was einstecken, aber sobald die Gegner einem zu nah auf die Pelle rücken, rattern die Lebenspunkte in Sekundenschnelle herunter. Als Selbstkritik muss ich auch noch zugeben, dass ich einfach zu oft vergesse, meine Spezialfähigkeiten einzusetzen. Die können in den meisten Fällen einen gravierenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen. Etwas, das ich später im Spiel noch sehr oft feststellen durfte. Spezialfähigkeiten lassen sich während der Level-Ups freischalten. Und hier nun meine zweite Selbstkritik. Es war ein Fehler, Auto-Level-Ups für Gefährten aktiviert zu haben. Das ist die Standardeinstellung, wenn du das Spiel neu startest. Und zunächst hielt ich es für eine gute Idee. Ich als Anfänger kenne mich ja noch nicht aus mit den Skills und weiß nicht, was für wen am besten geeignet ist, also soll das meinetwegen der Computer entscheiden und ich baue mir nur meinen Shepard auf, so wie ich will. Nun stehe ich aber manchmal vor einem technischen Gerät und kann damit nicht interagieren, weil Garrus den Elektronik-Skill noch nicht freigeschaltet hat, sondern stattdessen Dechiffrieren levelte. Etwas, das ich auch mit Shepard hätte machen können, aber versäumte. Ich meine, dass ich mich bei einem RPG verskille, ist irgendwie normal, zumindest für mich. Was aber nicht auf meine Kappe geht, sind die Menüs. Die Benutzeroberfläche finde ich einfach nicht gelungen. Die Shops sind nicht sortiert, der Ausrüstungsscreen ist total sperrig, es gibt kein Inventar, in dem ich einfach mal einen Überblick über alles bekomme, was ich so mit mir rumschleppe. Besonders bei den Upgrades ist das übel.
Nachdem Shepard und die Shepardson den halben Bahnhof repariert haben, geht's mit dem Zug zur Forschungsstation. Dort haben sich die letzten paar überlebenden Wissenschaftler und Sicherheitsleute verschanzt und versuchen, den Angriff der Rachni zu überleben. Die Rachni, das sind die Alien-Krabbler, die hier ihr Unwesen treiben. Quetscht man die Leutchen hier aus, so wird uns das bestätigt, was wir sowieso schon geahnt haben. Das Labor hat eine längst ausgestorbene Spezies zurück in die Gegenwart geklont und diese ist den Weißkitteln etwas über den Kopf gewachsen. Am Ende des Komplexes findet Shepard nicht nur die Alien Queen, sondern auch die Matriarchin Benesia. Was für ein klangvoller Name. Es folgt ein längerer Bosskampf, bei dem unser Team mehrere Wellen von Feinden zurückschlägt, während die Chefin die Macht einsetzt. Ist das erledigt, schnappt Benesia aus so einer Art Trance aus. Sie ist wohl nicht wirklich eine Schurkin, sondern stand unter der Gedankenkontrolle von Saren. Interessant finde ich hier den Hinweis, dass es damit zusammenhängt, wie lange man sich an Bord von Sarens Raumschiff der Sovereign befindet. Bei dem Satz sind bei mir sofort die Plotglocken angegangen und ich musste direkt an Event Horizon denken, mit der Vermutung, dass vielleicht Saren selbst nur kontrolliert wird und das Schiff der eigentliche Antagonist ist. Liegt auch daran, dass ich Saren von dem, was ich bisher über ihn erfuhr, als einen zu uninteressanten Gegenspieler empfinde. Ist so ein bisschen wie mit FF7, wo man auch Seppel die ganze Zeit hinterherjagt als Personifizierung des Bösen, aber Jenova die eigentliche Gefahr ist. Deswegen vermute ich, dass mich da in der Zukunft noch ein Twist dessen bezüglich erwartet. Was soll nun aber Sarens kleiner Hobbykeller hier auf Noveria? Laut Benesia sucht er ein verschollen gegangenes Raumportal. Diese Information ist ihm so wichtig, dass er dafür die ausgestorbene Rasse der Rachni klonen ließ, weil die Rachni-Königinnen nicht nur Gene, sondern auch Erinnerungen weitervererben. Somit erhalten unsere Gegner Zugang zu Erinnerungen, die tausende Jahre zurückreichen und zu denen unter anderem die Lage des Portals gehört. Benesia hat diese Informationen nun schon längst an Saren weitergeleitet und nun gibt sie sie uns. Doch leider wird ihr Verstand plötzlich wieder ferngesteuert und der zweite Teil des Bosskampfes geht los, diesmal gegen die Matriarchin selbst. Die zweite Phase war für mich deutlich einfacher als die erste, lediglich, dass mich die blaue Eminenz per Machtschub hinter die Absperrung geschoben hat, war doof, denn ich kam dort nicht mehr von selbst raus und die rettende Cutscene startet erst, nachdem man alle Handlanger besiegt hat, wovon der letzte sich partout weigerte, in die Schussbahn zu kommen. Als ich dann doch endlich mit viel Dusel da rauskomme, gilt es, ein letztes Gespräch auf Noveria zu führen, mit der Alien Queen persönlich. Sie nutzt den Leib eines gefallenen Feindes als Sprachrohr, Independence Day Style. Und das hier ist bislang so ziemlich der beste Dialog im Spiel. Ich mach's kurz, weil dieser Spieltag schon viel zu lang geht. Die Rachni, die wir bisher bekämpft haben, waren im Grunde eigentlich gestörte Existenzen, die nach ihrer Geburt von der Mutter getrennt wurden und darum nur Gewalt in einer fremden Welt erleben. Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das ergibt Sinn. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Das gibt diesem ganzen Spielabschnitt hier einen verdammt traurigen Unterton und etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ebenso wenig, dass das folgende Dilemma so schwierig wird. Shepard bekommt die Wahl, ob er die Rachni-Königin befreit und somit eine ausgestorbene und potenziell gefährliche Spezies auf die Galaxis loslässt, oder ob er sie in ihrem Gefängnis tötet und damit diese Spezies erneut auslöscht. Ich glaube, niemand in der Milchstraße wäre Shepard böse, wenn die Sache hier und jetzt endet. Andererseits können die Rachni halt auch nichts dafür, dass sie von irgendeinem Konzern in die Gegenwart geklont wurden. Ich entscheide mich also dafür, die Queen zu befreien. Es fühlt sich einfach richtig an. Mein dritter Abend Mass Effect war der bisher mit Abstand beste. Es hat mir rundherum Spaß gemacht. Und ich wollte den Vergleich eigentlich nicht ziehen, weil ich weiß nicht, wie mich damit auf die Füße trete, aber es drängt sich einfach immer weiter auf. Mass Effect erinnert mich schon ein wenig an die Star Wars Spiele der 2000er, allen voran Knights of the Old Republic, was ja auch von BioWare war. Das gilt sowohl für die Benutzeroberfläche und die kargen, wenig interaktiven Schauplätze, als auch für die Struktur. Sowohl Mass Effect als auch KOTOR beginnen beide mit einer actionreichen Tutorial-Mission, gefolgt von einer etwas drögen Welt, die offen wirkt, aber eigentlich nur ein Schlauch ist, bevor du dein eigenes Schiff bekommst und die weiteren Missionen in eigener Reihenfolge erledigst.
Und in beiden Spielen ist genau das der Punkt, ab dem sie erst so richtig gut werden. Okay, und die beiden Gegenspieler sind ein dynamischer Dino-Dude und seine knackige Alien-Handlangerine. Aber das ist Jedi Outcast. Der Vergleich zu einem der beliebtesten Rollenspiele der letzten 25 Jahre soll übrigens nicht abwertend gemeint sein. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar Mass Effect macht vieles sehr viel besser als sein LucasArts Cousin. Ganz besonders was die Animationen angeht und auch das actionlastigere Gameplay ist weit weniger steif. Im bisherigen Spielverlauf hat sich mein Journal ganz beträchtlich mit Nebenaufgaben gefüllt, darum lege ich heute einen Sidequest-Tag ein. Auf den ersten Blick habe ich eine große Auswahl mit bunten Themen unterschiedlichster Größe, aber nach einer Weile merkte ich dann, dass fast alle Nebenjobs sehr ähnlich laufen. Du suchst mit der Sternenkarte den entsprechenden Zielort und wirst dort mit dem Panzer abgeworfen, der übrigens Marco heißt. Und weil ich mit ihm über fremde Welten hinweg presche wie eine Erdbebenwelle, nenne ich ihn liebevoll Marco Tsunami. Unterwegs baller ich gerne mal Geth-Hinterhalte, Piraten oder Riesenwürmer über den Haufen und entdecke neben Erzadern den jeweils zu stürmenden Gebäudekomplex. Und fast immer ist es dann eines dieser beiden Layouts. Entweder das Laborgebäude mit dem leeren ersten Raum, wo man immer nach links abbiegt in einen größeren Raum, wo der Hauptkampf stattfindet, gefolgt von zwei kleineren Räumen, oder es ist das zweistöckige Lagerhaus. Ich verstehe ja, dass nicht jede Sidequest eigene Maps bekommen kann, aber an diesen beiden Schauplätzen hatte ich mich nach ein paar Stunden sowas von satt gesehen. Bodo Wartke hatte sowas von recht. Der Sozialismus mag gescheitert sein, in die Architektur fließt er heiter weiter ein. Manchmal, wenn Mass Effect richtig flippig sein will, ist auch mal eine Mine oder ein Raumschiff dabei. Aber in 9 von 10 Fällen ist es das Linksabbiegerlabor oder der Kistendschungel auf 2 Etagen. Die ganze Sidequesterei hat allerdings auch ein paar positive Aspekte. Erstens, man lernt echt gut mit dem Landmaster umzugehen. Spider-Van, Spider-Van, wäre toll, käme ich auch an. Sollte der in der Haupthandlung noch öfter auftauchen, dann bin ich auf alle Fälle jetzt richtig fit dafür. Zweitens, in den Nebenaufgaben steckt ordentlich Kohle drin. Abseits von der eigentlichen Questbelohnung regnet es praktisch Ausrüstung während dieser Mission, die du dann beim Händler in Geld umwandelst. Am Ende dieses Tages hatte ich nicht mehr das Problem, mir etwas im Laden nicht leisten zu können. Drittens, du bekommst Gelegenheit, auch mal deine anderen Gefährten auszuprobieren. Bei der Hauptquest nehme ich halt 2 Leutchen mit und mit denen ziehe ich es dann durch. Bei den Nebenmissionen sind auch gerne mal taffere Kämpfe dabei, weshalb ich Rex dann mitnehme. Oder es geht um das Bergen von Technologie, dann ist Tali dabei und so weiter. Ich empfehle euch also, viele Nebenaufgaben zu machen, aber nicht alle und auch nur so lange, wie ihr wirklich Lust drauf habt. Gerade so diese Sammel-Sidequests à la finde 10 gefallene Soldaten oder spüre 15 Erzvorkommen auf, können mir sowas von gestohlen bleiben. Ich habe meine 100 Nirnwurz schon 2004 rumgesucht, ich brauche das heute nicht mehr. Mein nächster Stopp führt mich in die Lava-Lagune. Hier ist alles voller Minen, in denen Proteane-Ruinen gefunden wurden. Darum suche ich hier die Archäologin Liara Zoni, die die Tochter der Matriarchin Benesia ist und uns darum hinsichtlich Saren vielleicht weiterhelfen kann. Das geht dann überraschend schnell. Ich hatte jetzt mit einem großen Untertagelabyrinth gerechnet, aber die Fahrt zum Ziel und der Kampf im Außenbereich dauerte dann tatsächlich länger als der Aufenthalt dort. Kurz nach dem Eingang trifft die Gruppe auf Liara, die in einem antiken Kraftfeld gefangen gehalten wird, aber dadurch auch vor den Geth geschützt ist. Leider lässt sich der Schild nur von der anderen Seite her deaktivieren, weshalb wir mit Hilfe eines Simon sagt Minenlasers einen Weg von unten her freisprengen. Zurück an Bord passieren 3 Dinge. Erstens, dass Liara sich jetzt uns als spielbarer Charakter anschließt und Shepard künftig per Gedankenschmelze beim Entschlüsseln seiner Proteaner-Visionen helfen wird. Zweitens, Liara forscht seit 50 Jahren am Thema Proteaner und das wird sie nicht müde, immer wieder zu erwähnen. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Entschuldige, ich habe nicht aufgepasst. Wie viele Jahre waren es nochmal? Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Dabei kam sie zu dem Schluss, dass die Proteaner nicht das erste Volk war, das spurlos verschwand, sondern dass es einen Zyklus gibt, bei dem Zivilisationen ihren Zenit erreichen und dann einfach aufhören zu existieren.
Shepard vermutet, dass die Reaper, also diese ominösen Maschinengötter, etwas damit zu tun haben. Jedenfalls deutet er die Eindrücke, die er vom Sender am Anfang erhielt, dahingehend. Und drittens, Ashley fährt plötzlich die Krallen aus. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Ashley, ich kann das schon selbst. Ich brauche keinen Hilfs-Sheriff, danke. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Oh Gott, als nächstes antwortest du noch auf kritische Kommentare unter meinen Videos mit »Du musst es ja nicht gucken, wenn's dir nicht gefällt«. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Ich dachte, Sie wären bei... Wie war doch gleich Ihr Name? Sony? Liara? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Laut der Gerüchteküche stehen Sie auf Sie. Oh, ach, daher weht der Wind. Eifersucht? Auf Schlumpfine? Ich habe bisher noch nicht viel zum Thema Romantik erzählt, weil es bislang auch noch gar nicht viel zu sagen gab. Darum kam dieser plötzliche Ausbruch hier sehr unerwartet für mich. Bisher habe ich mich mit Ashley bestenfalls nett unterhalten, ihr versichert, dass sie nicht schuld an dem Massaker auf Eden Prime ist und so Zeug eben. Selbst Flirten war bisher auf einem eher seichten Level. Mit Liara habe ich mich dagegen nur einmal kurz unterhalten und da freundlich, aber professionell. Die Tochter einer Alien-Diplomatin. Haben wir jetzt den Befehl, uns mit den Käferaugenmonstern anzufreunden? Weißt du was, Ashley? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht passen Liara, Zoni und ich ja besser zusammen. Bin ja schließlich auch ein Zoni. Das Einzige, was ich ein wenig bereue, ist, dass ich Liara erst jetzt ins Team geholt habe und nicht schon vor Noveria. Ich meine, ich konnte ja nicht wissen, dass sie sich anschließt. Aber ich glaube, da wären bestimmt noch ein paar extra Dialoge mit Benesia drin gewesen, hätte ich ihre Tochter dabei gehabt. Aber naja, so bleibt ja noch was für einen eventuellen zweiten Spieldurchlauf. Wiederspielbarkeit, wuhu! Da der Spieltag bisher nur kurz war, mache ich nun doch noch ein paar Sidequests, die zumindest interessant klingen. Einmal eine Gefährtenmission für Garrus, weil Garrus mein Bro ist, und bei der wir zusammen einen verrückten Wissenschaftler jagen. Bei der anderen greife ich das System an, von dem aus die Geth operieren und besiege dort mehrere Basen auf mehreren Planeten. Und zumindest hier hätte ich etwas mehr Fanfaren seitens der Game Designer erwartet. Klingt ja für mich zumindest schon irgendwie wichtig, was ich hier tue, aber nö. Es sind die gleichen öden Lagerhäuser wie immer und am Ende bekommst du eine melancholische Textbox. Von wegen Geth. Ihr geht so. Feroz. Feroz ist die letzte der drei Spuren, die wir untersuchen sollen. Diesmal nehme ich Garrus und Liara mit. Einfach so, um Ashley zu bisacken. Okay, eigentlich weil Liara mehr mit dem Plot zu tun zu haben scheint als die anderen Gefährten. Und ich habe 49 Skillpunkte zu verteilen, husa! Auf Feroz geht auch gleich die Post ab. Die Kolonie der Menschen wurde bereits von den Geth überrannt. Lediglich ein unbeugsamer menschlicher Raumhafen leistet den Invasoren noch Widerstand, aber es sieht schlecht aus. Die Nahrungsvorräte gehen zur Neige, die Wasserversorgung ist unterbrochen, die Stromzufuhr gestört und es finden immer wieder neue Angriffe statt. All diese Probleme und die Frage, was die Geth hier überhaupt wollen, wird der Commander heute lösen. Und ganz ehrlich, ich fühle mich hier zum ersten Mal auch richtig wie der Commander. Ich niete Horden von Feinde um, gehe voller Selbstvertrauen in feindliches Gebiet und helfe den Einheimischen mit meiner aus mir schier heraussuppenden Töftigkeit aus. Leider schlägt schnell wieder Mass Effects etwas kompaktes, KOTOR-eskes Game Design zu. Soll heißen, all die coolen Nebenaufgaben, die das Überleben der Kolonisten sichern sollen, kannst du in einem Abwasch erledigen. Es wird angeteasert, dass man in den Untergrund der Kolonie hinabsteigen muss, wo sich sonst keiner hintraut, und in meinem Kopf laufen die wildesten Cowboy-Bebop-Fantasien ab, und dann ist alles quasi im selben Korridor. Ein paar Viecher fürs Essen erledigen, ein Ersatzteil für die Energieversorgung mopsen, ein paar Knöpfe an den Wasserleitungen drücken und ein paar Roboter abballern, damit zumindest von hier unten keine neuen Angriffe mehr kommen. Und das war's. Schade. Ihr habt einen ganzen Planeten, mit dem ihr arbeiten könnt, BioWare. Warum muss alles so eng gedrängt sein? Nachdem Shepard die Herzen der Einheimischen gewann, macht er sich auf den Weg zu einem Firmenkomplex, wo sich das Schiff der Geth befindet. Eine weitere Fahrt mit der Marco Machine steht an und unterwegs dürfen wir das Panorama von Feroz bestaunen. Für mich bis jetzt der interessanteste und futuristischste Schauplatz in Mass Effect, also abseits der Citadel. Außerdem sind die Geth hier wieder etwas interessanter. Die fingen so vielversprechend an, wurden dann aber schnell zum Kanonenfutter von Mass Effect, zu den Fußsoldaten aus Hero Turtles, Robo-Heinis, die man ohne Gewissensbisse niedermähen darf. Doch jetzt auf Feroz kommt zum Beispiel diese Stelle hier, wo man die Geth beim Beten beobachten kann.
Das sieht man sonst, soweit ich weiß, nirgends im Spiel, was den Moment zu etwas Besonderem macht. Auf dem Weg zur Gate-Basis trifft Shepard ein paar überlebende Mitarbeiter des Firmenkomplexes, wovon einer der Bürohengste extrem darauf drängt, dass Shepard keine Fragen stellt und auch wirklich nur die bösen Roboter besiegt und sonst nichts. Könnt ihr es vielleicht nicht noch etwas offensichtlicher machen, dass hier schon wieder ein dubioser Konzern dubiose Dinge macht? Das ist Paranoia. Nach längeren Kämpfen in dem Hochhaus und dem Lösen eines ganz netten Logikpuzzles erfährt Shepard, dass die Prinzessin in einem anderen Schloss gefangen gehalten wird. Denn das, was die Gate hier so fuchsig macht, ist nämlich der sogenannte Torianer. Der Torianer ist eine lokale Spezies von Pheros, die der Konzern erforschen wollte. Es handelt sich dabei wohl um ein hochentwickeltes Pflanzenwesen, das zur Telepathie befähigt ist. Ganz anders als das hochentwickelte Insektenwesen, das zur Telepathie befähigt ist. Aber anders als bei den Rachni hat der Torianer den Spieß längst umgedreht und die Menschen sind seine Gefangenen. Dank Sporen, die über die Luft verbreitet werden, kann Blümchen in die Köpfe der Menschen eindringen und sie nach und nach unter ihre Kontrolle bringen. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Das ist also das, wonach der Konzern her war. Aber was will Mr. Saren damit? Er kann ja scheinbar auch schon Leute aus der Ferne programmieren. Fragen wir doch mal den Mitarbeiter von eben. Hey Mister, ich falle dir garantiert nicht in den Rücken, sobald du unsere dubiosen Geschäfte aufdeckst, Man. Sag mal... Oh, okay, dann wohl nicht. Gehe ich eben den Torianer direkt besuchen. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Aha. Du scheinst dir da sehr sicher zu sein für jemanden, der bis vor einer Minute noch nie was von einem Torianer gehört hat. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pheros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Der Torianer befindet sich also unterhalb des Raumhafens, aber die Kolonisten dort, die wir am Anfang der Mission gerettet haben, wird das alte Pflanzen-Pokémon als menschliche Schilde benutzen, damit wir ihn nicht erreichen. Shepard hat nun die Wahl, darauf zu pfeifen und jeden abzuknallen, oder er kann die Siedler mit Nervengas betäuben und hoffen, sie später irgendwie aus der Kontrolle von Mutter Natur zu reißen. Ich entscheide mich für Zweiteres und es gelingt mir tatsächlich, alle Kolonisten unverletzt auszuschalten. Außerdem ist hier plötzlich alles voller Zombies. Erst dachte ich, das wären ehemalige Kolonisten, aber später erfährt man, dass der Torianer anscheinend Wesen nachäffen kann, deren DNA er einmal absorbiert hat. Eine wahre Wunderblume. Der besagte Torianer entpuppt sich schließlich als riesiges Tentakelmonster, das einen Asari-Körper als Sprachrohr benutzt. Ganz anders als das andere riesige Tentakelmonster, das einen Asari-Körper als Sprachrohr benutzte. Ja, das meine ich übrigens ernst. Anders deswegen, weil diese Kreatur nicht in unserer Hand ist und auch nicht an einer friedlichen Lösung interessiert zu sein scheint. Dieser Bosskampf hier war richtig knackig, fand ich. Der Torianer hetzt dir Horden von Zombies und Asari-Klone auf den Hals, während du dich durch den Komplex nach oben kämpfst und dabei die Triebe der Pflanze zerstörst. Schwierig ist das auch deshalb, weil die Zombie-Angriffe deine Schilde ignorieren und direkt die Lebensenergie abziehen. Das ist mir zunächst gar nicht aufgefallen, da habe ich dann gewundert, warum ich immer so viel Schaden nehme. Wenn der Knoten dann geplatzt ist, stürzt der Torianer in seinen Tod und wir befreien eine von Sarens ehemaligen Dienerinnen, die er hier zurückließ. Sie bestätigt einmal mehr meine Vermutung, dass Sarens Schiff die Sovereign für die Gedankenkontrolle verantwortlich ist. Von ihr erfährt Shepard, dass der Torianer eine Lebensform ist, bzw. war, die schon über 50.000 Jahre alt ist und darum Erinnerungen an längst vergessene Dinge hat, an die Saren herankommen möchte. Ganz anders als die Insektenkönigin, die Erinnerungen an längst vergessene Dinge hatte, an die Saren herankommen wollte. Diese Erinnerung ist der Dechiffrierer. Etwas umständlich zu erklären, aber im Grunde ist es die Fähigkeit, die Visionen des Proteaner-Senders zu verstehen und die bekommt Shepard jetzt auch in sein Gehirn implementiert. Okay, ich bin zugegebenermaßen nur so auf diesen Wiederholungen zwischen Pheros und Noveria rumgeritten. Einerseits, weil es mir Spaß macht und ich ein bisschen augenzwinkern wollte, aber andererseits, weil es auch verdient ist irgendwo. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass BioWare damit auch einfach bestimmte Themen etablieren wollte, die sich einfach immer wieder wiederholen. Also, dass das Universum so viel größer ist als der Mensch, mit Dingen, die unseren Verstand übersteigt, mit Wesenheiten voll von uraltem verschollenen Wissen, das aber der Mensch wiederentdecken kann und vielleicht selbst damit dermal einst zu einer höheren Wesenheit wird, die erleuchtet ist. Vielleicht ist es auch einfach nur Bullshit.
Aber es würde zumindest erklären, warum die meisten Alienrassen den Menschen so ablehnend gegenüberstehen. Vielleicht, weil sie das Potenzial der Menschen sehen, eben zu so etwas aufzusteigen. Feros Ramazzotti ist jetzt für mich neben Noveria das zweite große Highlight des Spiels. Und langsam entwickelt sich Mass Effect für mich zu so einer Art Anti-Elder Scrolls. Damit meine ich, das Beste an einem Elder Scrolls-Spiel ist immer das Erkunden und der gelegentliche Botengang, wohingegen die Hauptkampagne eher so mäßig ist und nicht so richtig zu motivieren weiß. Bei Mass Effect hingegen ist der Hauptplot fantastisch. Er ist spannend geschrieben, es ist gut designt, alles fügt sich gut ineinander und du willst immer wissen, wie es weitergeht. Dagegen sind die Nebenaufgaben leider irgendwie einfallslos und monoton und das Erkunden von Planeten fühlt sich selten belohnend an. Der Hohe Rat der extraterrestrischen Nervensägen hat die Basis von Saren aufgespürt und fragt, ob wir Bock aufs Endgame haben. Haben wir. Und so begibt sich Commander Shepard nach Wirrmeier, dem Nachbarplaneten von Wirrmüller und den Wirrlehmanns. Sarens Unterschlupf liegt am Ende eines langen, aber hübschen Schlauches, damit unser Geländewagen noch ein paar Kilometer mehr auf die Uhr bekommt. Unterwegs trifft unsere Gruppe eine Militäreinheit des Rates, mit der wir uns verbünden. Vom Captain dieser Gruppierung erfährt Shepard, dass Saren hier eine Forschungsstation hat und eine Armee Kroganer züchtet. Kroganer, das sind die Leutchen, zu denen auch unser Gefährte Rex gehört. Für das, was jetzt kommt, muss ich kurz ein wenig ausholen. Wenn du mich frügtest, welche unserer sechs Gefährten die interessanteste Hintergrundgeschichte haben, dann wäre meine Antwort Rex und Tali. Von beiden habe ich bisher noch nicht viel erzählt, weil ihre jeweilige Vergangenheit kaum Einfluss auf den Plot hatte und ich euch nicht einfach nur deren Wiki-Seite vorlesen wollte. Bezüglich Rex ändert sich das hier, darum nur ganz kurz zusammengefasst. Rex ist ein Kroganer, eine Kriegerrasse, die in der Vergangenheit beinahe das All überrannt hätte. Um deren rapide Ausbreitung und Eroberungshunger einzudämmen, entwickelten die anderen Völker der Galaxis eine Biowaffe, die die Geburtenrate der Kroganer eindämmen sollte, die Genophage. Doch man schoss übers Ziel hinaus und nun verläuft nur noch eine von 1000 Kroganer-Schwangerschaften erfolgreich, der Rest sind Totgeburten. Die Kroganer, nun ein aussterbendes Volk ohne Hoffnung, ohne Zukunft, das durch Berge toter Babys psychisch einen Knacks erlitten hat. Was für eine bittere und düstere Geschichte. Und Rex ist dabei noch einer der stabileren. Die anderen Kroganer, die wir unterwegs treffen, sind weit weniger vernünftig. Doch nun erfahren wir, dass Saren eine Kroganer-Armee züchtet. Was eigentlich nur bedeuten kann, dass er wohl ein Heilmittel gegen die Genophage gefunden hat. Und Shepard ist hier, um ihn aufzuhalten. Kein Wunder also, dass unser Kumpel Rex seine Rolle in dem Ganzen nun ein wenig in Frage stellt. Und das ist der mit Abstand beste und schwierigste Konflikt im gesamten Spiel. Und eigentlich sollte es nichts geben, was Shepard sagen kann, um Rex bei sowas umzustimmen. Und ganz besonders peinlich finde ich sogar Shepards Versuch, dieses komplizierte Dilemma mit einem simplen "Ja, aber wir sind die Guten und der andere ist der Böse" wegerklären zu wollen. Wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den sie sauer sein sollten. Woraufhin Rex vollkommen richtig antwortet: Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Wir haben nun die Option, Rex zu erschießen, ihn von Ashley erschießen zu lassen oder das Ganze diplomatisch zu klären, von wegen, diese Kroganer dort wachsen nur auf, um Sklaven zu werden und so weiter. Aber auch das empfinde ich nur als ein sehr schwaches Argument dafür, ein potenzielles Heilmittel zu zerstören. Schade, dass Mass Effect da so einen Rückzieher macht bei der Lösung. Mir persönlich fehlt in dem Ganzen irgendwie eine wesentliche Option, etwas, was ich gerne sagen würde an der Stelle, nämlich Rex mitzuteilen, dass die Mission, Saren aufzuhalten, unbedingt erfüllt werden muss, aber dass wir dennoch alles in unserer Macht Stehende versuchen werden, um die Forschungsergebnisse sicherzustellen. Wenn es nicht machbar ist, dann ist es so. Rex scheint der Typ zu sein, der sowas akzeptieren könnte, aber wir sollten dem zumindest eine Chance einräumen. Später, wenn wir das Labor der Genophage-Forschung finden, kommt es direkt zum Kampf und die Wissenschaftler werden einfach erschossen und das war's. Nein, zurück! Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Total unbefriedigendes Ende dieses eigentlich faszinierenden Nebenplots. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass die Fortsetzungen das nochmal aufgreifen, ansonsten wäre das hier wirklich sinnlos verschenkt.
Nachdem das nun geklärt ist und Rex sich wieder beruhigt hat, wird ein Plan ausgeheckt, um die gegnerische Basis zu knacken. Es soll eine Bombe platziert werden, doch damit die Bombe sicher abgeliefert werden kann, muss erst die Basis infiltriert werden. Und damit ein Team die Basis infiltrieren kann, muss jemand die Truppen ablenken und sich zur Zielscheibe machen. Den Job übernimmt die Militäreinheit hier, doch auch jemand aus unserer Gruppe muss sich dem Himmelfahrtskommando anschließen. Aus Gründen. Ich muss nun also entweder Ashley oder Kaidan opfern. Oh no, meine beiden uninteressantesten Gefährten, wehe mir. Aber auch so keine sehr schwierige Entscheidung. Kaidan sitzt ungespielt im Catering-Bereich der Normandie, seit wir Garrus dazu bekommen haben. Und bei Ashley scheint zumindest die Chance zu bestehen, dass sie sich später nochmal nackig auszieht für uns. Ich bin nicht nur auf dem Schlachtfeld eine Wildkatze. Also, sorry Kaidan, aber der Commander hat nun mal Angst davor, irgendwann alleine und ungevögelt zu sterben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Sexismus. Meinetwegen auch das. Die Schlacht um die Basis ist ganz nett, aber jetzt auch nichts, was wir nicht schon gesehen haben. Hier ein paar Peng-Peng-Impressionen. Okay, reicht. In den Tiefen der Einrichtung begegnet Shepard einer fremdartigen Wesenheit. Rot, flackernd und etwas unheimlich. Der Virtual Boy. Diese Übertragung hier kommt von der Sovereign, also Sarens Schiff, aber nicht von jemandem auf der Sovereign, sondern es ist die Sovereign selbst, die sich hier als der Reaper und damit den wahren Drahtzieher hinter allem offenbart. Oh, Moment, mein Telefon klingelt. Ich glaube, Astro TV will mich für meine Vorhersehung anwerben. Es ist ein wirklich cooles Gespräch, auch wenn inhaltlich gar nicht so viel bei rumkommt. Aber die Stimme des Reapers, diese Musik und dieser Hauch kosmischen Horrors, der dabei mitschwingt, ist genau mein Ding. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Wichtig ist, dass die Reaper und nicht die Proteaner die Erbauer der Citadel und der Sternenportale sind. Die Proteaner waren einfach nur ein weiteres Volk, das zufällig vor uns dran war, aufzusteigen und dann zu fallen. Die Reaper tauchen scheinbar alle paar zigtausend Jahre auf und vernichten alles zivilisierte Leben, das mit Hilfe ihrer Technologie florierte. Warum? Das sagt es uns nicht, aber es schwingt eine gewisse Verachtung für organisches Leben mit. Kurz darauf legt die Crew die Atombombe, um die Einrichtung zu sprengen. Doch was wird aus Kaidan? Shepard will versuchen, sich zu Kaidan und den anderen Soldaten durchzukämpfen und diese zu retten, während Ashley schon mal die Bombe scharf macht. Doch auf halbem Wege, oh Schreck, nun ist Ashley in der Klemme bei der Verteidigung der Bombe und Shepard muss sich entscheiden, ob er entweder Ashley oder Kaidan opfert. Oh no, meine beiden uninteressantesten Gefährten, wehe mir... Moment, das hatten wir doch gerade erst, oder? Und diesmal ist die Wahl sogar noch einfacher, denn natürlich gehe ich zurück zu Ashley, nicht mal nur um ihretwegen, sondern weil das hier alles sinnlos wäre, wenn es den Geth gelingen sollte, die Bombe zu entschärfen. Also, sorry nochmal, Kaidan, ich opfer dich hiermit ein zweites Mal. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Kaidan. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Endlich taucht Sarin persönlich auf und verrät uns seine Motivation. Er ist überzeugt davon, dass die Reaper unbesiegbar sind und der Untergang allen Lebens bevorsteht. Darum unterwirft er sich freiwillig der Sovereign, um der Maschine zu beweisen, dass wir Fleischsäcke nützlich genug sind, um wenigstens als Diener weiterzuleben, statt ausgelöscht zu werden. Ist Unterwerfung nicht besser als Auflöschung? Nun, ich weiß einen Gegenspieler zu schätzen, der sich selbst für den Helden der Geschichte hält. Doch natürlich lässt sich ein Commander Shepard so schnell nicht einschüchtern und es kommt zum Bosskampf. Sarin fliegt dabei auf seinem kleinen Hoverboard hin und her und ballert fröhlich auf uns ein. Doch mit etwas Deckung und dem gelegentlichen Scharfschützentreffer wird Sarin bald die Flucht ergreifen, wir retten Ashley und Forschungsstation macht Boom. Zurück auf der Normandie bekommt Shepard erneut seine Visionen von Liara aufgedröselt, die jetzt den Planeten erkennt, auf dem die ominöse Röhre versteckt ist. Aelos. Eine Proteanerwelt irgendwo im Outer Rim, das man nur über ein bestimmtes Portal erreichen kann, dasjenige, welches über dessen Verbleib die Rachni-Queen Bescheid wusste. Deswegen waren wir überhaupt auf Noveria. Leider wendet sich der Rat und der Menschenbotschafter jetzt gegen Commander Shepard. Ein Angriff auf Aelos würde irgendeinen politischen Rattenschwanz nach sich ziehen, auf den hier alle echt keinen Bock haben. Darum zieht man es vor, einfach nichts zu tun und den Feind zu sich kommen zu lassen. Die Warnung vor den Reapern wird auch in den Wind geschlagen, weil das sowieso alles nur geschwindelt ist. Und diesen unbequemen Commander Shepard, den entheben wir auch gleich noch seines Kommandos. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern.
Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. So that's it, after 20 years. So long, good luck. I don't recall saying good luck. Also, das hier ist das Äquivalent von dem Bürgermeister in jedem Tierhorrorfilm, der das Fest oder das Strandfest oder sonst was nicht absagen will, weil ja sonst der Tourismus gefährdet ist. So eine Doofnase. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Da sich die Politiker wie Schafe verhalten, muss sich ein Shepard eben wie ein Shepard und nicht Deppert verhalten. Ergo mopsen wir die Normandie und fliegen auf eigene Faust nach Ilos, auch wenn wir dadurch zum Verräter werden. Hey, don't mecker the Spectre. Und da dies hier unsere letzte Mission sein wird, wird Shepard von Liara in seiner Kajüte besucht, um die Romanze abzuschließen. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön schlau. Also die Romanzen in Mass Effect, die ich mit meinem männlichen Shepard erleben durfte, waren beide etwas komisch. Und ich glaube, weder Liara noch Ashley wären Frauen, denen ich im echten Leben den Hof machen würde. Aber für ein Videospiel gehen sie wohl schon in Ordnung. Schätze ich. Interessanterweise fühlt sich die Liara-Romanze normaler an, also oder besser gesagt Hollywood-normaler, obwohl sie eine Außerirdische ist. Sehr Captain Kirkig das Ganze. Er, der weltgewandte, smarte, starke Mann. Sie, das junge, scheue, naive, graue Mäuschen, beziehungsweise blaues Mäuschen, die ihm natürlich ihre Unschuld schenkt. Ashley ist dagegen eher so eine Projektarbeit à la I can't change her. Am Anfang dachte ich noch, okay, die ist einigermaßen sympathisch, wenn sie nicht gerade Überlebenden ein schlechtes Gewissen macht, aber umso mehr du mit ihr redest, umso klarer kommt der fremdenfeindliche Trampel vom Dorf aus ihr raus. Eine von denen, die ihre eigenen schlechten Erfahrungen direkt auf eine ganze Spezies übertragen. Commander, ich traue dem Vieh nicht. Wir wissen, dass seine Art Killer sind. Der Tank ist voller Säure. Ich schlage vor, ihn zu nutzen. Sie misstraut nichtmenschlichen Lebensformen, was daran liegt, dass sie von uns Menschen auf andere schließt. Und wie heuchlerisch das eigentlich ist, scheint ihr irgendwie zu entgehen. Die Ratsvölker werden immer zuerst an sich denken. Das ist die Natur der Menschen. Naja, wie gesagt, für mich wäre sie nichts, aber ich glaube, zu Commander Shepard passt sie ganz gut, da dieser ja versucht, die Galaxis zu einem besseren Ort zu machen und das Überwinden von Ashleys Vorurteilen ist so eine Art Mikrokosmos davon. Ich kann die Aliens nicht von den Tieren unterscheiden. Was zur Hölle, Ashley? Ilos ist eine interessante Welt, schon deshalb weiß ich, dass hier endlich mal wirklich so anfühlt, als würde ich die Ruinen einer verschollenen Kultur irgendwo im Nirgendwo erkunden. Bisher waren historische Überbleibsel in Mass Effect immer nur in Minen gewesen. Aber das hier entspricht vielmehr dem authentischen Ausflug in die zauberhaft melancholische Welt der Ruinenlust. Du spürst die Größe und das Gewicht der untergegangenen Zivilisation. Meine Lieblingsaspekte an Filmen wie Alien oder Prometheus sind tatsächlich immer die außerirdischen Ruinen. Neben vielen Geht und viel Marco-Power kommt es zu einem interessanten Gespräch mit so einer Art von KI. Ein proteanischer Wissenschaftler hat vor 50.000 Jahren sein Bewusstsein hier in den Computer kopiert, sodass wir nun mit ihm kommunizieren können. Die Citadel-Raumstation und die Massenportale, das haben wir ja bereits erfahren, sind Äonen alt und wurden von den Reapern als Falle entwickelt. Organisches Leben würde diese Dinge finden und dazu nutzen, ihre Zivilisation voranzubringen. Dann, wenn der Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht ist, wird ein einzelner Reaper, der quasi als Schläferagent auf der Lauer liegt, aktiv und sendet ein Signal an die Citadel, die selbst ein riesiges Portal ist. Sobald sich dieses öffnet, strömen zahllose andere Reaper aus der Schwärze hinter den Grenzen des bekannten Universums in die Milchstraße und vernichten systematisch auf Planet für Planet alles vernunftbegabte Leben. Dieser Prozess kann Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte dauern. Danach verwischen die Reaper sämtliche Spuren ihrer Existenz und ziehen sich wieder ins Nichts zurück. Nur ein einzelner Schläfer bleibt zurück, um den Zyklus irgendwann erneut zu starten. Die Sovereign. Doch beim letzten Zyklus ging irgendwas schief. Eine Handvoll Proteaner überlebte den Genozid ihrer Spezies hier auf Ilos und nachdem die Reaper verschwanden, bauten die schlauen Protis die sogenannte Röhre. Ein Hintertürchen bzw. Hinterportälchen in die Citadel, welche sie so umprogrammierten, dass diese künftig nicht mehr auf das Signal der Sovereign reagiert. Darum braucht die Sovereign nun plötzlich Agenten und Fußsoldaten wie Saren und die Geth. Sie braucht jemanden, der die Röhre benutzt, in die Citadel eindringt und dort die Kontrolle an die Sovereign übergibt, damit sie das Portal nach Reaperhausen manuell öffnet.
und Saren und sein Herrchen sind bereits dort. Shepard düst also ebenfalls durch die Stargate-Röhre, kämpft sich durch die Citadel, die nun von Geth überflutet ist, und stellt schließlich Saren in der Ratskammer. Sie haben verloren, das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat... Hey Saren, dein Taschner guckt raus. Beziehungsweise die deutsche Lokalisierung hat vergessen, dir deine Filter draufzulegen. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Wie gesagt, ich mag Kai Taschner. Aber Kai Taschner als großer Bösewicht ist für mich wie Santiago Ziesma als Vegeta. Ich find's toll, dass es das gibt, aber ich kann's auch einfach nicht ernst nehmen. Was redest du da für einen Schwachsinn? Den Boss hier kann man übrigens überspringen, wenn man so wie ich die Silberzunge levelte. Da lässt sich Sarensky dann überzeugen, dass Sklaverei und Indoktrination irgendwie uncool sind. Also so doll kann die Gedankenkontrolle der Sovereign scheinbar nicht sein. Oha, wir haben nur die erste Phase des Bosskampfes übersprungen. Die Sovereign lässt Saren als Cyber-Zombie wieder auferstehen und mit einem Cyber-Skelett rumballern. Dauerte etwas, weil Mecha-Saren ziemlich viel aushält, aber so knifflig war es jetzt auch nicht. Shepard übernimmt die Kontrolle der Citadel und öffnet sie der Flotte der Menschen, damit der Reaper konzentriert unter Beschuss genommen wird, bevor dieser seine Kumpels rufen kann. Wir müssen allerdings noch etwas entscheiden, nämlich ob Teile unserer Flotte versuchen soll, den Rat zu retten, der gerade von den Geth angegriffen wird, oder ob wir Mandalas Oberbonzen opfern, um uns auf den Reaper zu konzentrieren. Also ich als Shepard versuche zwar immer möglichst viele Leute zu retten, wenn es geht, aber hier finde ich es deutlich wichtiger, die Sovereign zu schlagen, als ein paar Politiker zu beschützen. Einfach deshalb, weil Zweiteres sowieso egal ist, falls Ersteres misslingt. Die Flotte zerstört schließlich die Sovereign und verhindert damit die Rückkehr der Reaper. Fürs Erste. Und hey, Botschafter Odina, der alte Wendehals, ist plötzlich voll der Shepard-Fanboy und preist ihn als Helden. Das hat sicher nichts damit zu tun, dass ein neuer Alienrat gewählt werden muss und die Menschen dank der Rettung der Galaxis ziemlich gute Chancen auf den Vorsitz haben. Aber das ist wohl eine Geschichte für ein andermal, denn nun ist meine Reise durch die Welt von Mass Effect zu Ende. War doch kürzer als ich dachte, das Spiel, aber dennoch sehr angenehme Länge. Es tut mir leid, wenn ich im Laufe dieses Videos ein wenig überkritisch klang, was Mass Effect angeht. Aber ihr müsst auch verstehen, dass es einfach viel mehr Worte und viel mehr Zeit braucht, etwas kritisch zu beleuchten, als etwas zu loben. Es geht eben viel schneller zu sagen, das Gunplay macht echt Spaß, das hat richtig Laune gemacht, als eben zu erklären, warum ich denke, dass eine Charaktereinführung irgendwie holprig war oder so. Denn trotz meiner Kritik möchte ich gerne vor allem eines festhalten, nämlich, dass ich auf alle Fälle jetzt Mass Effect 2 spielen werde. Wahrscheinlich sogar relativ zeitnah, einfach weil ich wissen möchte, wie die Handlung weitergeht. Denn Mass Effect hat eines sehr clever gemacht. Es hat vieles von dem, was hier dran steht, sehr gut erklärt. Was es nicht erklärt hat, und ich glaube, das hat es ganz bewusst ausgelassen, ist, was die Reaper eigentlich wollen. Also was ist der Zweck des Zyklus? Also quasi die Schicksalsfrage auch der Frau. Was ist der Zweck des Zyklus? Und das hat mir auch Mass Effect bis jetzt noch nicht beantwortet. Insofern werde ich vor allem Mass Effect 2 für die Handlung spielen und hoffe, dass es auch gameplaymäßig mir wieder großen Spaß machen wird. Nun denn, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem ersten Mal Mass Effect und auch, dass ihr viel Freude hattet mit meiner analogen PowerPoint-Präsentation. Ich meine, für solch aufwendigen Effekte geht ein Großteil meines Budgets drauf. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Druckerpatronen kosten für einen Tintenstrahldrucker? Also, wenn ihr mich dahingehend gerne unterstützen wollt, dann schaut gerne mal auf meinem Patreon vorbei. Ich würde mich freuen. Also dann, bis bald, Rian, knutscht euer Dino-Stofftier von mir und mögen die Reaper auf dem Wege zu eurem Planeten vom Wege abkommen.